Hallo liebe Leute, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid, wenn es ums Thema Kryptowährung und Geld verdienen geht. So, welche Themen werde ich heute behandeln? Und zwar möchte ich euch heute eine Krypto-Exchange an die Hand geben. Also sprich, ihr habt hier keine Kosten, könnt hier aber dennoch etwas mitnehmen. Das ist ein Thema, es geht um Bitstack. Das zweite Thema, was ich für euch habe, ist eine kleine Krypto-Empfehlung. Und das dritte in dieser Ausgabe wird sein, dass ich euch einfach eine kleine Warnung meinerseits heraus mitgeben möchte, da ja bei vielen leider so dieses Gierfristhirn so ein bisschen mit dabei ist und im Moment so ein kleiner neuer Hype auch stattfindet mit einem Wallet, was selbstständig Geld auszahlt. Dazu aber alles weitere noch in dieser Folge. So, wir starten. Und zwar möchte ich dir heute eine Möglichkeit an die Hand geben, dass du dir hier den Zugang sicherst zu Bitstack. Was ist Bitstack? Bitstack ist eine Krypto-Wallet. Also hier kannst du gewisse Währungspaare kannst du kaufen und verkaufen. Also sprich, Trading kannst du hier machen. Du kannst gewisse Coins kaufen, gewisse Coins halten, gewisse Coins verkaufen. Alles, was dir so beliebt. Was ist das Wichtige quasi an Bitstack? Bitstack ist relativ neu gestartet. Bitstack ist ein Partner von Bittrex. Also ich nehme euch mal kurz mit hier auf die Twitter-Seite von Bitstack. Und zwar, wenn wir hier ein bisschen rumschauen, sehen wir hier auch, dass Bitstack ein Ableger ist von Bittrex. Bittrex ist ja auch schon eine ziemlich gute und große Krypto-Plattform, die es schon seit einigen Jahren gibt. Und Bitstack macht im Prinzip im Moment das gleiche, wie Binance damals gemacht hat. Binance ebenfalls eine tolle Krypto-Plattform. Und ich möchte euch mal hier kurz mitnehmen, einfach damit ihr so ein bisschen versteht, was ich hier euch zeigen möchte. Binance hat, wie gesagt, vor einiger Zeit ebenfalls diesen Coin angeboten. Hier könnt ihr die Kursentwicklung sehen. Also der Binance Coin ist am Anfang gestartet bei 10 Cent und liegt heute bei über 15 Dollar, also sprich knapp 16 Dollar. Ist sehr interessant, ist ebenfalls ein Token und auch damals hatte Binance dieses, dass man am Anfang, wenn man frisch dabei war bei Binance, konnte man quasi sich noch einen Airdrop, ein Goodie sichern. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest am Anfang vom Binance, wärst du dabei gewesen und hättest jetzt, sage ich jetzt mal, 10.000 Token. Also kannst du dir ja jetzt mal ausrechnen, was du dafür heute für einen Gegenwert hättest, wenn du da dabei gewesen wärst und diese Binance Coins bis heute gehalten hättest. Also 10.000 mal 15. Also ich glaube, da kommt schon ein bisschen was zusammen, was nicht einfach so, ja, was man einfach so nebenher hätte locker mitnehmen können. Und das ist genau das, was ich jetzt dir, das ist die Gelegenheit, die ich dir heute zeigen möchte. Und zwar geht es hier eben um diese Bitstack-Plattform. Ist wie gesagt die Bittrex-Version, welche für den asiatischen Raum gedacht ist. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit quasi, uns jetzt quasi hier noch einen Airdrop zu kriegen. Sprich, wir bekommen kostenlose Tokens für unsere Anmeldung, für unsere Verifikation und dafür, dass wir uns jeden Tag einloggen. Das Ganze dauert aber nur, das könnt ihr auch hier sehen, vom 15. Januar bis zum 31. März. Also sprich, wir haben nicht mehr viel. Also das sind hier noch knapp mal 2 Wochen, an denen wir das Ganze kostenlos nutzen können, sprich diese BXBC mitnehmen können. Deswegen, wenn du dich registrieren möchtest bei BXBC, das kostet dich nichts, ist auch innerhalb von wenigen Minuten erledigt, du findest den Link unterhalb
in der Videobeschreibung. Ich zeige dir mal kurz, wie das aussieht, dass das auch wirklich so funktioniert. Du siehst, ich habe aktuell 5900 BXBC. Es ist so, du bekommst dich allein, wenn du dich anmeldest, bekommst du 1000 BXBC und fürs Einloggen auch nochmal 200. Also sprich, bist du schon bei 1200 XBC, BXBC. Entschuldigung. Wenn du jetzt noch deine Verifikation machst, bekommst du ebenfalls 4000 Tokens noch oben drauf, sprich, du bist dann schon bei 5200 Token. Also ist sehr interessant für jeden Member, den du selber wirbst. Also wenn du das Ganze weitergibst, jemandem zeigst, so wie ich das jetzt mache, bekommst du für jede Anmeldung 500 Tokens noch oben drauf. Ohne dass derjenige natürlich was einzahlt. Du siehst, aktuelle sind wir hier bei 5 Referrals, also 5 Leute haben sich bisher angemeldet. Und ja, also ich finde das, eine richtig coole Sache. Bin sehr gespannt, wie sich Bitstack entwickeln wird. Wie gesagt, hier kein Risiko, einfach mal die Coins sichern und dann mal schauen, was die Zeit so bringt und ob sich die Plattform auch so durchsetzen wird wie Binance, dass man dann auch sagen, sehen kann, hey, der Coin, der schießt da auch, oder der Token, der schießt da auch wirklich durch die Decke. Finden tust du das Ganze unter My Account, und zwar wenn du auf Candy gehst, dort hast du alles drin, was du so brauchst über dein, über die kostenlosen Tokens, die du bekommst. Also nicht wundern, du hast es hier bei Markets, hast du es nicht drin. Du hast aber auch eine Übersicht, wenn du auf Wallets gehst, hier hast du ja komplett auf Bitstack gelisteten Kryptowährungen drin. Und hier unten findest du den BXBC und hier siehst du schon, ich habe 6400 aktuell jetzt drauf. Also von daher wirklich sehr interessant und auf jeden Fall etwas zum Mitnehmen. So, das war mein Wallet-Tipp für dich heute. Jetzt gehen wir noch kurz zu meinem Tipp für den Coin. Und zwar geht es um MetaHash. MetaHash finde ich persönlich richtig cool. Ich will dieses Video jetzt hier nicht zu lange machen, aber ich möchte dir mal hier kurz was zeigen. MetaHash ist aus meiner Sicht heraus so ein bisschen der Geheimtipp. Du siehst hier auch, wie der sich jetzt bisher schon entwickelt hat. Mein Tipp für dich, schau dir jetzt einfach mal wirklich diesen Coin genau an. Geh dich mal auf der Webseite umschauen. Wie gesagt, es gibt da schon Videos dazu. Ich brauche da nicht separat auch noch ein Video zu machen oder quasi dieses Video in die Länge zu ziehen. Aber einfach so, dass du verstehst, was MetaHash ist. Aus meiner Sicht heraus ein Coin mit sehr viel Potenzial, wo man auch sehr viel Gewinn noch mitnehmen kann. Du siehst, er hat gestartet am 21. Februar mit nicht mal 30 Cent und hat sich jetzt innerhalb von dieser Zeit, hat er sich jetzt hier schon verdoppelt. Und das ist natürlich richtig nice. Und ich glaube auch, dass dieser Coin, dass der noch richtig durch die Decke gehen wird. Ein Tipp für dich, befass dich damit, schau dir an, was MetaHash ist, warum ist MetaHash so geil. Und ja, ich hoffe, du kannst davon auch profitieren. Gut, so, dann kommen wir zum letzten Thema in diesem Video. Und zwar möchte ich euch so ein bisschen zum so einen kleinen Denkanstoß geben. Das Thema in aktuell, was ich gerade sehe und wo mich x Leute schon angeschrieben haben, es geht um dieses Plus-Token, beziehungsweise um dieses Wallet mit Arbitrage etc. Und ich möchte euch einfach mal hier so einen kleinen Denkanstoß geben. Ich finde das Ganze richtig cool. Ich habe mir auch zuerst mal ein bisschen Zeit nehmen müssen, um dieses ganze Plus-Token-Wallet oder beziehungsweise dieses Plus-Token und das dahinterstehende anzuschauen. Und je mehr, dass ich da gesehen habe, desto mehr ist mir auch immer wieder so ein bisschen ein Film abgelaufen. So, ich kenne doch das Ganze. Ich kenne doch dieses ganze System schon. Dieses ganze Konzept, ja, das kenne ich schon. Und ich hab dann eine Weile überlegen müssen und habe dann aber auch wirklich
rausgefunden, woher dass ich das kenne. Ja? Und ich habe mir immer gedacht, so komm, das ist zu gut, um wahr zu sein. Das war so mein Dings. Es ist, irgendwas fehlt. Irgendwo hier ist noch ein Haken drin. Und ich habe den auch gefunden. Ich hab rausgefunden, woher dass ich das kenne, dieses System. Und jetzt schaut mal, was ich gefunden habe. Für alle von euch, die schon länger hier dabei sind, in dieser Branche auch, BitConnect hatte genau das gleiche System. Es ging, das Ding ist im Prinzip genau das gleiche System. Und BitConnect war genauso so mit diesem Arbitrage-Roboter, der dir Geld verdient, etc. und so. Und ihr könnt sehen, also dieser Coin, der ist ja richtig abgegangen. Und er stand zu seinem Höchstpunkt hier, das könnt ihr auch sehen, also es ist wirklich krass, auf 431 Dollar. Und damals haben auch sehr viele, du siehst, Stand heute liegt er bei 67 Cent. Also hier haben sehr viele Leute sehr viel Geld verloren. Deswegen einfach so ein bisschen mal mein Gedanke an euch. Ich habe vieles gesehen, ich habe vieles mir angeschaut auch. Ich habe gesehen, dass viele sehr begeistert sind davon, von diesem Plus Token Wallet. Und absolut nichts Verwerfliches dran. Wobei ich halt auch denke, dass sobald hier natürlich wieder genug Geld eingesammelt wurde, wird sich auch Plus Token in einen Scam verwandeln. Wie lange das gut geht, ist relativ schwierig. Ich persönlich aus meiner Sicht heraus habe dann gesagt, so, nee, irgendwie gibt es da für mich zu viele Unstimmigkeiten. Deswegen habe ich auch hier, oder ich rate auch jedem wirklich, lass von diesem Plus Token Wallet die Finger. Es geht eine Zeit lang gut und danach her ist wieder Schicht im Schacht und viele Leute heulen wieder, weil ihr Geld weg ist. Also bitte seid mir nicht böse, liebe Plus-Token-Anhänger. Wünsche euch wirklich nur das Beste. Ich hoffe für euch, dass das Ganze ewig lang hält. Aber die Erfahrung hat halt gezeigt und auch diese Aufstellung und auch gewisse Indizien dahinter zeugen davon, dass dieses Programm halt auch wieder sowas ist, wo man schon in naher Ferne, sage ich jetzt mal, den Grabstein drauf sehen kann. Und deswegen für mich absolut nichts. So, wenn du auch Anregungen dazu hast, lass mir gerne das Ganze im Kommentar. Und du kannst mir gerne deine Meinung schreiben. Bitte bleib aber sachlich. All das ganze Hater-Gezeuge wird komplett gelöscht, habe ich mir jetzt angefangen, komplett alles zu löschen. Jeder, der sich nicht ein bisschen anständig und vernünftig ausdrucken kann, der wird einfach gesperrt. Dann ist die Kommentarfunktion, wird es dann halt einfach ausgeblendet. Ich freue mich immer wieder mit euch zu diskutieren und ich mag auch konstruktive Kritik, stehe ich sehr drauf. Absolut, ich will gern wissen, woran dass ich noch wachsen kann, aber für irgendwelche sinnlosen Behauptungen oder halt Beleidigungen, da bin ich absolut nicht dafür zu haben. Ich finde, auch hier sollte man so eine gewisse Netiquette halten, auch auf YouTube, auch mit dieser Anonymität. Und deswegen liegt mir das schon ganz am Herzen. Gut, wie gesagt, ich hoffe, du konntest einen Mehrwert ziehen aus diesem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Geldverdienen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Kryptowährung. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Peace.